Oh Mann, hier geht so viel ab. Willkommen zurück zu einer neuen Folge. Off-World Trading Company. Der Blaue kauft gerade eine Aktie nach einer anderen bei uns. Ich glaube, das Spiel ist bald vorbei. ich glaube, es hätte. Wenn es jetzt. Wenn er jetzt. Oh Mann, wo haben die so viel Geld her? Ist doch zum Kotzen. Oh, ja, Chemikalien hätten wir herstellen müssen. Braucht Fuel und Carbon. Dann können wir viel Geld machen. Oder das? Carbon bringt momentan auch viel Geld. Aber ich muss erstmal upgraden, weil ansonsten kann ich überhaupt nichts mehr machen. Brauche ich 10.000 für. Verkaufen wir hier ein bisschen was. Und Aluminium, wie viel Aluminium wir haben, ey. Jetzt kommt der Grüne auch noch. Er ist ganz gut, so kann der Blaue mich nicht sofort aufkaufen. Oh, Wasser. 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 Rette mich. Oh, wir haben so viel Geld. Erstmal abbezahlen. So, damit steigt unser Wert. Was machen wir jetzt? Jetzt ist es kritisch, weil jetzt kann er. Ah! So eine Scheiße. Jetzt hatte der Grüne zwar Aktien bei mir, aber der Blaue kann diese Aktien mit einmal übernehmen. Muss er natürlich irgendwie 100, 200.000 zahlen. Aber dann kann er alles mit einmal aufkaufen. Ah, das ist so nervig. Wir werden es auf jeden Fall nochmal schaffen zu gewinnen. Deswegen überlege ich gerade, was wir jetzt machen. Erstmal was trinken. So. Okay. Vielleicht war es nicht so gut, so viele Gegenspieler zu nehmen. Nehmen wir mal 3. Normal, normal. Random. Was machen wir hier? Normal ist ja langweilig. Was ist denn Chaos? Chaos würde mich mal interessieren. Ja, die Auktion lassen wir immer noch weg, weil die sind ziemlich nervig. Resource Shortfalls will first deduct from cash. Ach so, ist das gemeint, weil bis jetzt ist ja immer so, wenn du Sachen einkaufen musst, wird das nicht von deinem Bargeld abgezogen, sondern wird dir quasi in die Schulden geschrieben. Und das würde jetzt bedeuten, dass es direkt von unserem Barvermögen gezogen wird und dann erst von den Schulden. Was ziemlich kacke ist, weil man so keine Luft hat, Sachen zu bauen, weil man ständig halt am Abbezahlen ist. Reveal Map. Wir können ja mal Reveal Map machen. Weil diese komischen Sonden am Anfang, das ist eh Kiki-Kram. Weißt du, setzt 10 Sonden hin und nach der Zeit wird sowieso alles aufgedeckt. No random events. Ne, das lassen wir schön. Black Market lassen wir auch. Ja, das lassen wir. Okay. Ja, bin mal gespannt, was Chaos ist. Also, produziere das Game. Okay, okay, okay. Ist, ja gut, ich brauche nichts scannen, weil eh alles. Was nehmen wir denn diesmal? Expensive war eigentlich ein bisschen immer ganz cool, weil man halt nicht so viel Stahl braucht. Units use power instead of fuel. Extra Bonus for resources under the HQ. Jetzt verstehe ich, muss jetzt mal gucken. Buildings built over resources will use those resources as input. Das verstehe ich nicht. Scavenger. Can use black market more frequently. Learns about news events before. Ja, das ist nicht so mein Spieltyp, sage ich mal. Ja, das war jetzt eigentlich nicht so knorke. Also entweder expensive oder robotic. Does not rely on food, but also. Okay, also man könnte so ein Robotic-Ding machen. Allerdings. Braucht man denn diese Electronic-Dinger? Ich weiß nicht, wie die hergestellt werden. Also Units use power instead of fuel. Extra Bonus for resource under the HQ. Ich glaube, ich nehme das hier. Weil ich habe extra Claims, was wichtig ist, und ich brauche nur die Hälfte an. Muss ich mal gucken. Okay, interessant, interessant. Also die ganzen Ressourcen sind alle geballt und nicht einzeln verstreut. Heißt, ich könnte. So machen, haben wir direkt schon mal ein fetter Aluminium. Dingsabums. Da haben wir Wasser. Ich glaube, wir setzen das mal hier hin, wa? Weil hier bin ich dicht dran bei Eisen, was für die Stahlproduktion wichtig ist. Und ich habe Wasser in der Nähe, was auch sehr wichtig ist. Aber vielleicht nicht unbedingt mittendrin. Ja, komm, wir bauen es hier hin. Wir bauen es hier hin. So, 3 Claims, Wasser. Sehen wir uns direkt so ein fettes Ding. Da gibt es 2, also 2 ist Maximum, wie es aussieht. Wir setzen es dahin. Der hat sich direkt auf die fette Eisenquelle gesetzt. Wir können kotzen. So. Auf jeden Fall Aluminium. Dann nehmen wir uns das fette Ding, ne? Und. Ach, es wäre vielleicht schlauer gewesen, es da anzubauen, weil es dichter bei uns drin ist.
Da ist noch Eisen. Soll ich Eisen produzieren oder Nahrung oder sowas? Ne, wir brauchen Eisen. Ich muss mir was sichern. Ja, da ist sogar ein Dreier, das brauche ich. So. Es gibt zwei, dann kann ich nämlich sogar zwei Stahlproduktionen bauen. Dann geht Stahl wesentlich schneller. So. Und, ich habe jetzt Power ganz vergessen. Scheiße. Aber ich kann direkt upgraden. So. Juhu. Jetzt habe ich natürlich kein Geld mehr. Aber ich kann wieder Sachen bauen. So, was brauche ich denn? Ich könnte... Komm hier so ein Geothermal... Es gibt eine Geothermal... Das brauchen wir. Ich brauche es. Gib es mir. Was brauchen wir dafür? Man braucht Stahl, Aluminium. Dann brauche ich erstmal das Silikon nicht. Ich brauche das Carbon nicht. Ich muss das haben. Das ist so ein Gamechanger, wenn man das hat. Ein bisschen Aluminium verkaufen. Ne? Ja, wir brauchen eh nur 40 und wir brauchen Stahl, ganz viel. 4000 brauchen wir. Dann können wir nochmal Wasser verkaufen. Wir können das Aluminium verkaufen. Komm schon. Ich brauche es, bevor sich ein anderer schnappt. 4400. Komm, das kriegen wir doch irgendwie. So, weg damit. Ja. Ach, Gott sei Dank. Bringt plus 2 Energie. Damit haben wir unsere Energieversorgung erstmal komplett abgedeckt. Ach, das ist super. Das ist schon mal ein wesentlicher Vorteil gegenüber den anderen. Problem ist nur, das könnte ein Ziel vom Black Market werden. Wenn man hier diese Mutiny kauft und so weiter, dann haben die den Strom und nicht ich. Das wäre nicht ganz so gut. Aber für den Anfang ist es erstmal ein großer Vorteil. Das wäre natürlich erstmal alles für verkloppt, was ich irgendwie hatte. Aber naja. So, wir bauen Stahl. Produktion. Das setzen wir einfach mal so daneben. So. Was brauchen wir noch? Wir brauchen was zu futtern. Oder erstmal mehr Wasser, wa? Wäre vielleicht ein bisschen schlauer. Aber ich habe da, ich könnte mir da das Große noch sichern. Ja, das machen wir, bevor es ein anderer tut. Okay, dann haben wir Wasser sicher. Dann kann ich mich um andere Sachen kümmern. So, Stahl wird ja gerade gebaut. Ja, dann brauche ich Essen und Sauerstoff. Das? Food Supplies? Dust Storm. Okay. Was macht denn ein Dingssturm? Ein Sandsturm? Gar nichts anscheinend. So. Okay. Ja, also ist halt auch wieder am Anfang sehr repetitiv, das Spiel. Natürlich. Muss halt natürlich erstmal eine Grundversorgung aufbauen. Aber später dann wird es halt immer interessant. Und es halt dann um Aufkaufen geht und Sabotage und hier irgendwelche Upgrades und Patente und keine Ahnung was. Vielleicht kann man diesmal schneller so ein Patentding bauen, weil da waren anscheinend ein paar wichtige Sachen dabei, mit denen man schon einige Vorteile hat den anderen gegenüber. Aber ist momentan nicht drin. Ich sollte auch gucken, dass ich halt eine Glasproduktion baue, weil das habe ich im letzten Mal ja gar nicht gemacht. Und da muss ich Glas immer einkaufen, was nicht so schön ist. So, ich glaube, da kann ich ja schon mal Silikon abbauen. Da gibt es bestimmt ein paar gute Quellen, wa? Da ist sogar eine Dreierquelle. Okay, oder ich baue es halt hier. Ne, wer baut es da hinten? Schöne dicke Quelle. Okay. Braucht zwar länger vom Weg her, bis es bei uns ist, aber dafür haben wir halt mehr. So, Aluminium können wir ein bisschen was abtreten. Upgraden kann ich noch nicht. Da brauche ich mehr Stahl und Glas für. Okay. Gut. Ja, gut, dann machen wir erstmal Essen, wa? Weil ich habe jetzt plus 3,8. Dann machen wir Essen. Das bauen wir dahin, ja. Ist ja wurscht. So, haben wir Essen sicher. Dann brauche ich wieder mehr Claims. Bedeutet, ich muss upgraden. Gut, Silikon wird gleich reinkommen. Das kann ich verkaufen. Stahl wird produziert. Aluminium kann ich verkaufen. Wasser kann ich auch noch ein bisschen verkaufen. So. Und Aluminium. So. Mal gucken, jetzt brauchen wir nämlich nur noch knapp 7000. Okay. Bin gerade am überlegen, welche Taktik ich, sag ich mal, fahren soll. Ob ich vielleicht diesmal den Schwarzmarkt ein bisschen mehr benutze, ein bisschen mehr Sabotage anrichte, aber ich habe immer das Gefühl, das bringt mir nicht so viel, weil das halt ziemlich teuer ist. Oder ob ich wirklich auch direkt wieder auf Aktienkauf gehe und halt versuche, direkt einen aufzukaufen.
Wäre, glaube ich, immer am sinnvollsten. Aber dazu muss ich erstmal irgendwas haben, was richtig viel Geld immer bringt. Ansonsten kann ich mir das nicht leisten. So, wie sieht's hier aus? Stahl haben wir langsam. Silikon können wir ein bisschen was verkaufen. Das bringt gut was. So, gleich haben wir's, gleich haben wir's, gleich haben wir's. Komm schon, komm schon, komm schon. Und manchmal ist es echt nur warten in diesem Spiel. So, jetzt warten wir noch ein bisschen. Robotic colony expanded. Was, was, was? Achso, der ist aufgestiegen. So, wir können auch mal ein bisschen Eisen vertreten. So. Und ich brauche wieder unbedingt Brennstoffproduktion, ansonsten steigen meine Schulden wieder ins Unermessliche. So. Okay, das heißt, wir brauchen als nächstes so ein Sauerstoffteil. Damit es Fuel produziert, oder? Wir brauchen sowas. So. Das ist immer das Gleiche. Das verwirrt mich mal so ein bisschen, weil das exakt das Gleiche ist. Komm schon, zeig mal, was brauche ich. Jetzt kann ich es bauen. Okay. 0,5 gibt es irgendwo ein Plus. Ne, wir bauen uns mal dahin. So. Okay, weil das ist verdammt teuer und treibt uns wieder in die Schulden rein. Das ist nicht gut. Wir brauchen mehr Wasser. Das könnten wir da hinsetzen. Oder dahin. Ich setze es mal dahin. So. Wie man sieht, wir haben immer noch ein fettes Power Plus. Dank dieser einen Quelle. Während andere jetzt mit Solarpanels und Windturbinen klarkommen müssen. So. Okay, aber wir müssen trotzdem bald mehr bauen, weil 0,4 ist nicht mehr so wirklich vorteilig. So, ein bisschen Wasser verkaufen. Und nochmal ein bisschen verkaufen. So. Was wollte ich jetzt machen? Ich wollte das machen, ne? Ich wollte Glas produzieren. Aber da brauche ich wieder mehr Sauerstoff. Und auch erstmal Essen würde ich gerne haben. Aber ich glaube, ich mache erstmal mehr Sauerstoff, damit ich halt Glas habe, um andere Produktionen zu bauen. Das heißt nochmal Sauerstoff. Wenn ich hier mache, habe ich sogar den Bonus. So. Deswegen baue ich sie immer ein bisschen weiter auseinander, diese einzelnen Sachen, damit ich einfach später Sachen dazu bauen kann, wenn ich mehr möchte. Und dann haben sie so einen gegenseitigen Bonus. Für, glaube ich, den gleichen Verbrauch. Das ist immer ganz gut. So. Was haben wir jetzt mehr als genug? Fürs Erste bedeutet, wir können jetzt schön essen und Sauerstoff produzieren. So, alles gleich. Jetzt haben wir schön Darm plus. Was brauche ich jetzt für. Okay, jetzt können wir hier Glas bauen. Das setzen wir mal an die Seite. So. Okay. Weil Glas scheint auch wieder viel wert zu sein in in diesem Spiel. Okay. Und wenn ich dann Glas habe, kann ich mich auf Essen ein bisschen konzentrieren. So, ansonsten, ich könnte auch nochmal eine Stahlproduktion bauen. Weil Stahl braucht halt immer plus 1 Eisen. Also hier würde dann auf 0 ausgehen. Könnte allerdings passieren, dass er Eisen einkauft immer. Also vielleicht sollte man doch nochmal eine kleine Eisenmine bauen. Aber ich habe momentan nur einen Claim. So, jetzt hat der Rote was abgekriegt. Das ist sehr witzig. Was war das? Water Surplus. Ja, das ist kein Wunder. Ich baue auch gerade ab wie blöd. Oder schöpfe gerade wie blöd. So. Okay, wir haben Glas, das ist so richtig super. Kann man, glaube ich, bald upgraden, ne? Ja. Es ist immer nur eine Frage der Zeit, bis wir upgraden können. Müssen nicht mehr auf das Geld schauen. Wo unsere Schulden momentan wieder leicht überhand nehmen. Also sollten wir gucken, dass wir sowas hier bauen. Dass ich ein bisschen Income habe. Verbraucht halt auch viel Strom. Das heißt, wir haben wieder zu wenig Strom, wenn ich das jetzt baue. Weil das ist genau ein Stromverbrauch. Wir haben aber nur 0,3. Das heißt, ich brauche Strom. So, Aluminium-Silikon haben wir genug, das heißt, ich baue einfach ein paar Solar-Panels. So. Oh, hier ist der Spot dafür. 1,2. 1,3 sogar. Okay, dann bauen wir hier, gucken wir mal, was die drei hier oben kriegen. Dann haben wir gegenseitigen Bonus und den besten Spot. So. Und da fliegen unsere Solar-Panels. Und ich düse im Sauseschritt. Okay, ja, jetzt hat hier einer irgendwie ein EMP gezündet. Und hat uns unsere Dingsproduktion angehalten. Das war unser Sauerstoffzeug, ne? Ja, toll. Dankeschön. Danke, danke. Ist immer doof, wenn es so lange vor allem anhält. Weil manchmal sind die irgendwie kürzer, so 20 Sekunden oder was auch immer das ist. Und manchmal haben die halt 60, 70, 80 drauf. Das ist schon ein ziemlich großer Einschnitt manchmal. Weil, ja, jetzt sieht man das. Jetzt steigen unsere Schulden wieder, weil wir die ganze Zeit Fuel einkaufen müssen, das nicht zu knapp.
Und das zu horrenden Preisen. Scheiße. So, dann können wir upgraden. Ja, es geht gleich voran. So, wir können ein bisschen Silikon verkaufen. Wir können ein bisschen Aluminium verkaufen. Wir können ein bisschen Eisen verkaufen. Und boah, wie viel Wasser wir haben. Alter Vater. Okay, so. Okay, ich könnte auch eine Aktie langsam mal kaufen. Ich kaufe mal beim Grün eine. So. Einfach um ein bisschen mehr Wert zu haben. So. Gut, wir haben genug Strom, wir haben genug Wasser. Jetzt kommt die Produktionskette wieder, das ist sehr gut. Ja, weil die Schulden steigen und steigen. Wie sieht es bei einem mit Schulden aus? Der hat nur 1500, der hat nur 6000, der hat 16.000. Okay, also wir sind die mit Abstand, haben mit Abstand die meisten Schulden. So, mal gucken, es wird eh daher wieder drauf hinauslaufen. Man sieht jetzt schon, der Rote kriegt ordentlich was. So, wir könnten jetzt theoretisch das Ding bauen. Den Pleasure Dome. Der braucht doch Claims. Okay, alles klar. Also müssen wir erst upgraden. Was wir gleich tun können, weil wir genug Stahl haben. Schön ist, wir können jetzt schön Glas verkaufen. Das bringt auch gut Geld. Und jetzt können wir upgraden, theoretisch. Ja, machen wir auch. Juhu. So, okay, gut, was machen wir als nächstes? Wir brauchen Essen, brauchen wir. Das müssen wir sonst auch ständig einkaufen. Da hatten wir schon eines, heißt Bonus. So, was war das hier? Das war eine Stahlfabrik. Da können wir noch eine bauen, weil Stahl viel wert ist. Und da haben wir sogar die nötigen Ressourcen für. Dann machen wir das so. Underground Nuke. War das bei mir? Man sieht es immer nicht. Der zentriert zwar, aber man weiß nicht genau, welches Feld das jetzt hier war. Okay, wir haben Fuel, wir haben... Okay, jetzt ist momentan alles im Plus, außer das. Das heißt, ich baue, glaube ich, mal so ein Ding, damit wir so ein stetiges Plus haben. 0,8 sogar. Okay, hier ist scheint was... Nee, ist 0,7. Problem ist, ich würde halt... Oh, jetzt leckt es gerade. Hallo? Offworld funktioniert nicht mehr, verdammt! Ja, hallo. Okay, an manchen Stellen merkt man, dass das Spiel Early Access ist, weil das Spiel ist jetzt gerade abgestürzt und dadurch, ja, alles weg. Weil es gibt hier kein Autospeichern, ich kann nicht zwischendurch speichern, ich weiß nicht, warum das nicht gibt. Ja, also du kannst ein Spiel nicht speichern. Ich verstehe es nicht so recht. Also wenn ich jetzt, glaube ich, zumache, würde er es speichern. Aber ich kann das so zwischendurch nicht speichern. Das ist halt irgendwie komisch. Und jetzt ist das zweite Mal insgesamt passiert, dass das Spiel einfach abstürzt und alles weg ist, was man gemacht hat. Ich war jetzt wirklich auf einem guten Ast. Ja, also ich war gut dabei jetzt bei diesem Spiel. Hab mich jetzt... Ja, und das eignet jetzt einen umso mehr, weil zu gut glauben ist, dass es jetzt einfach abgestürzt ist. Und jetzt ist alles wieder weg. Das heißt, jetzt können wir theoretisch wieder von vorne anfangen. Aber das war es erstmal für diese Folge. Jetzt muss ich erstmal wieder Mut fassen für die nächste Aufnahme, dass man da wieder mal spielt. Ja, aber ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Also haut rein!